Hallo, herzlich willkommen, ihr Lieben. Wir dürfen euch wieder recht herzlich begrüßen zu einer neuen Folge von ARK. Ja, und jetzt startet die Aktion Rettet den Pelle. Scheiße, der fliegt ja auch noch. Der hat sich voll in den Bau verhadert hier. Das Bild. So, da ist ein Schrank davor. Warte mal, kommen wir denn da? Ne, da müssen wir den Schrank wegnehmen, glaube ich. Warum kann man, oder? Da nicht aufspringen? Kann man da nicht hinspringen? Ja, du versuchst ja, aber wenn hier da drei Leute rumrennen, ja. Kannst du nicht. Warte mal, ich komme da auch nicht rüber, ne? Ich bin hier, wartet mal. Ah, ich komme nicht wieder hoch. Ah, jetzt hast du es. Jo, super. So, einmal in die Luft. Ja, prima. Hat funktioniert. Nur die Band musste neu machen, glaube ich, ne? Wir sind sehr stolz auf uns. Ja, genau. Wir sind stolz auf uns, Leute. So, ich rase mal wieder nach Hause und kümmere mich mal um, dass das da fertig wird. Ja, ich will noch upgraden, deswegen. Nix upgraden, es geht jetzt auf Reisen, jalla! Nein, ich muss das erst fertig machen. Ich will die Harpuna wenigstens mitnehmen. Die ist jetzt gleich. Ich brauche das verdammte Obsidian. Wo ist denn das Shit Obsidian? Ich glaube, oben war noch was drin. 270. Da muss Obsidian sein. Da ist doch genug, oder? Wie viel kann ich denn noch tragen? Ja, das ist kein Problem. So, ups, falsche Tür, falsche Ecke. Ups. Oh, wir wetzen immer ganz schön. So, Obsidian. Wo ist es jetzt? Ich muss den Kram auch dann noch rausschmeißen hier. Jetzt bin ich nachher noch in der Laden. Okay, nee. Einmal da rein. Genau. So. Jawohl. Jetzt haben wir sie. Prima. Das ist gut. Das mache ich jetzt auch gleich. So, der ist auch soweit, aber den nehmen wir nicht mit, den packen wir nur weg. So. Hier sind wir davon. Das schmeiße ich jetzt erstmal beiseite. Moment, die Waffen waren hier. Das ist. Die Armbrust könnte man mitnehmen. Nee, das machen wir mit den großen, fetten Speerpfeilen, wenn wir was brauchen. Genau. Da, die Tauchausrüstung. Oh, ich muss hier erstmal sortieren. Okay, Moment, ja, Rüstung, tauchen. So, annehmen. Dass ich die alle mitnehmen muss. Da kann nämlich der Rest. Ja, ich muss ja immer so viel Tauchmittel mitnehmen. Das darf ich nicht übersehen. So, Waffen. Lasse ich mal hier, das brauchen wir nicht. Das bleibt hier, das brauche ich jetzt auch nicht. Die muss ich mitnehmen. Das kann hier bleiben. Die werde ich mal mitnehmen. Davon auch, aber nicht alle. So, hier ist noch zu essen. Da ist sogar Munition, die ich habe. Gut. Sitzt Pelle wieder auf dem Dach? Jo. Danke dir. Jetzt Essen. Warte mal, hier war das, glaube ich, bitte. Da ist nochmal ein Rezept. So. Und ich würde davon mal was hier lassen.
Dann müsste ich eigentlich das, ja, ist mehr als genug, ich weiß. Was ist los? Bei mir gibt's nichts abzuschneiden. Habe ich schon. Ich habe doch gar keine Haare. Fast nicht im Gesicht. Aber woanders. Oh Mann, ey, du Schwein. Der schneidet einfach Was beides ab. denn? Das schneidet mir Am gar Kopf hast du noch Haare? nicht. Ja, ich habe auf dem Kopf Haare, aber es sind meine Haare. Jetzt nicht mehr. Hast du echt abgekriegt? Ja klar, hast jetzt eine neue Frisur. Na gut. Ich sehe bestimmt scheiße aus jetzt. Ich habe ja eine Mütze auf. Zieh sie doch mal aus. Moment, ich muss das mal sehen. Mal kurz die Mütze abnehmen. So. Oh, der hat mich keingeschoren, die Schlau. Warte, nee, das ist ja. Ich verstecke das wieder unter der Mütze. Moment. Geschoren hat er mich. Das ist ja fürchterlich. So. Okay, ich denke, das kann ich da noch kurz und den Rest, den packe ich jetzt erstmal in den Kabelschrank. Das muss in den Dingschrank auf jeden Fall. So, meine Butzelbude ist wieder repariert. So, die Dings können wir auch. Das kommt auch raus, raus. Raus, alles raus, alles raus, alles raus. So. Das ist Dings, das ist. Da packe ich das erstmal hin. Und das Zeug, das packen wir in den Spezialkorb dafür. So, sehr schön, haben wir auch schon eine ganze Menge. So, und hier haben wir noch Narkosuchus. So, das auch. So, dann habe ich jetzt die Waffen. Tauchanzug. Ich brauche aber nicht alle. Brauche nicht alle. Da packe ich mal hier rein. Einer reicht und ein Ersatz. Jetzt, was ist? Eins, zwei, da, da. Da haben wir einmal Brille und Dings auch. Müsste eigentlich gehen. Naja, man weiß ja nie, ne? Ich hoffe, es klappt. Ja, so ist gut. Gut, was brauchen wir denn noch? Ich habe auf jeden Fall die. Aber ist die denn immer noch weg? Ich hab die doch. Was ist denn das jetzt hier wieder? Ich denke, das ist fertig. Einmal Macht das ordentlich, das ist Bock. noch. Ja, klar. So, jetzt ist sie fertig. Guck mich mal an. Wo ist sie? Ja, sieht gut aus. Ja, ist alles lila. Nee, türkis, ne? Okay. So, Fernrohr vielleicht noch dahin. Also ich habe einen Beil dabei, ich habe eine Hacke dabei, ich habe eine Pike dabei und ich habe eine Harpune dabei. Ja, Pflicht und ordentlich. Die Latze hätte aber ruhig auch mal ein bisschen polieren können mit der Speckspate. Wenn ich die dabei gehabt hätte, gerne. Okay. So, Taucheranzug für mich. Ein paar Waffen. Ich könnte noch eine Harpune mitnehmen. Was hast du schon wieder für böse Dinge vor? Der hat schon immer noch die Schere an. Schneid mir einfach die Haare ab hier. Ja, guck mal, was vor deinen Füßen liegt. Was, meine Haare? Hey, gibt's ja gar nicht. Eine Locke Menschenhaar. Na gut, dann kann ich mir die an die Wand kleistern. Wo packe ich denn das doofe Ding hin? Ankleben kann ich mir das ja auch nicht. Was mache ich damit? Kannst eine Fellrüstung draus knabbeln. Achso. Eine Locke. Eine Locke, da kann ich die ganze Rüstung draus machen. Wieso sind 30? Ja, ich weiß, es geht nicht.
Es reicht nicht. Leute, müssen wir ja noch 20.000 Mal Haare scheren. Eine zweite Pike habe ich zur Not auch mit. Die müsste ich dann in meinen Moser packen. Gut. Zu futtern habe ich, zu trinken habe ich. GPS habe ich. Das Superfernrohr habe ich. Was ist jetzt hier? Hier geht gerade nichts. Geht denn hier noch was? Da sind die Steine nicht. Noch ein bisschen Eisen und Zement bringe ich mit, aber ist noch ein bisschen Eisen oben in den Ding drin. Oben ist noch Eisen, ja. Mein Atemgerät nochmal reparieren kann. Ja, ich habe das ja ein repariertes. Wobei, so repariert ist das auch nicht. Ist nicht voll repariert. Warte mal, das könnte ich aber eigentlich nochmal machen. Das war am Fabrikator, mussten wir das machen, ne? So. Muss ich die nochmal kurz an repariere hier. So, den tauchen. Ich glaube, der eine ist nicht mehr so ganz perfekt. Nö, da ist nicht so reparierbar. Achso, einschalten. Ne? Ach, wir finden die Metallbarren. Moment. Hier muss ein Metall rein. Muss locker reichen. So, jetzt könnte das klappen. Immer noch nicht einschalten. Ja. So. Raus oder nicht? Oh, hier auch noch welche? Ah, hier sind noch zwei. Ah, ne, die müssen nur aufbereitet werden. Ja. Also oben ist Material drin zum Reparieren. Jo. Au, kritisch. So. Okay, ich denke, ich habe zu essen, zu trinken, ich habe ein paar einfache Waffen, ja, Harpune. Wofür sind die? Packe ich mal wieder aus dem Verzeichnis raus. Ich glaube, die auch. Achso, eine Armbrust wollte ich zur Not nochmal mitnehmen. Jahre später. Ja, ich warte ja nur auf meine. Oh, ich bin der Böse heute. Böse, böse, böse. Da könnten wir die. Genau, den haben wir nämlich hier. Pfeile habe ich hier noch da drin. Dann haben wir auf jeden Fall eine Möglichkeit, uns nochmal zu wehren. Packe ich die raus. Achso, ja. Gut, der Rest kommt in den Mosi. Braucht Mosi auch was? Mosi. Wird man an meinem Mosasau ausgucken. Blendet richtig. Ah, was steht ihr denn hier alle wie angewurzelt? In schönen Reihen liegt, jo. Jo, jo. So, mit. So. Hup. Foto. Jo, ihr seid verewigt. So, mal gucken, was mein Mosasaurus macht. Achso. Er steht immer noch mit dem Schwänzchen in die Höhe. Schuffi! Schuffi 2! Yippie! Hallo Bastian! Och, ich hab meinen ganz gut geparkt heute. 110 hat er Level. Genau, den haben wir ganz gut schon, ne?
Ach, der hat ja genug von dem Zeug dabei. 1400. Nahkampfschaden müssen wir noch machen und die Ausdauer wahrscheinlich. Na gut. Ja, eigentlich hatte ich vor, diese Treppe da hochzubauen, aber das werden wir wohl nicht mehr machen. Kann man nämlich, hätte man nämlich hier hochlaufen können, ja, ja, ja. Oder hätte man da hochgekonnt, aber nö, das war immer da hinten rum. Oh, der Wal singt wieder. Mosasaurus, habe ich, meine ich, gelesen zu haben, ist tatsächlich eine Walart, eine ausgestorbene allerdings. Eher eine mutierte, weil... Nee, war wohl früher tatsächlich eine Walart. Ja, ja, klar, aber daraus haben sich unsere heutigen Wale, also kannst du nicht direkt ja, ausgestorben sehen. Ja, ja, nein, 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 diese Art ist ausgestorben. Es gibt wohl noch einen anderen Zweig, aus dem dann unsere heutigen entstanden. So, hab wo ich ist mein Torwächter? Wer macht mir das Tor auf? Torwächter? Wo bist du denn? Deine Bediensteten oder was? Ja. Kann gar nicht angehen. Ich schink. Der will schon los, oder was? Wo ist denn unser... Ich bin los. Ich bin fertig. Mit den Nerven schon. Die brauchen wir nicht. Da muss ich mit dem Rüstchen zu, so. Hops. Komm, wir schwimmen einfach hinterher. Letzte macht die Tür zu. Boah, da kommt in die Altherrenriege. So, Schotten sind dicht. Kommt nicht den Kopf in den Sand stecken. Es geht los. So, welche Richtung? Ost oder West? Wir müssen die... Ja, da. Wer ist denn das so? Achso, das bist du. Okay. Bist du das andere? Guck mal her, du Fisch. Ja. Sie braucht frisches Fleisch. Fisch. Oh, wir sind im Mose unterwegs. Also ich glaube, in echt hätte ich hier schon dreimal gekotzt. Wieso? Hast du keine Seemannsbeine? Nee. Nee, hat die Landbeine. Was hat der überhaupt? Der ist schon abgesoffen. Die Altherrenriege schon wieder abgeblieben. Das sag ich dir nicht, beiß ich jetzt nämlich in den Hintern. Ja, meine Geschwindigkeit ist doch nicht ganz angepasst an eure. Ganz normal im Moment. Konnten wir die dann extra einstellen bei denen? Glaube ich an, ja. Natürlich, haben wir darüber gesprochen, dass wir es nicht zu schnell machen. Ja. Sonst ist das nicht mehr beherrschbar, haben wir doch gesagt. Ja, stimmt, hast recht. Aber ich habe die 300 noch nicht oder die 250. Ich habe nur 180. Wie viel hattest du gemacht, Spock? Ich kann jetzt nicht nachgucken.
Facebook meine ich. Da kann ich auch gerade nicht nachgucken. Also ihr müsst da nur absteigen. Wenn ich im Kampf mit einem Hai bin. Ich sehe kein Hai. Bin ihr beschüttert, ja. Da ist kein Hai. Geschwindigkeit. 180. Ja, hatte ich auch. Hat man, glaube ich, auch gesagt, ne? Ja. Ach, das ist mein Ding. Ja, ich habe gerade mal 120. Ja, nee, dann kannst du noch nicht. Ich guck mal eben hier, was hier los ist. Ach, das Delfin, okay. Oh, da ist noch ein Mosasaurus. Ah, Senior, ne? Oh, ich habe gerade Feinde hier. So, ein bisschen Level noch. Schnapp, 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 schnapp. Ja. Geschnappt. Spock, wir müssen mal ein bisschen auf unseren lieben Boss Moll warten. Wieso? Ich bin vor euch wahrscheinlich. Was? Kann gar nicht sein. Wo seid ihr denn? Ich dachte, du bist hinter mir. Irgendwer ist vor mir. Asbock ist vor mir. Das Haie? Nö, das sind Delfine. Aber wo ist denn jetzt unser... Mach mal Schaden, so. Da ist Bock. Bettina. Da komme ich noch mal ein Stück zurück. Wir sind jetzt bei 90,55. Ja, kommt hin. Da kommt was ein Geräusch. Ah, über uns? Nee. Hm. Weil vor uns kannst du nicht sein, da du ja langsamer bist. Ja, du kannst nicht vor uns sein. Manni? Er redet nicht mehr mit uns. Nee. Jetzt bin ich eingestanden und beleidigt. Ja, stellt euch mal vor, ich würde das machen. Da würde keiner mehr reden. Da hinten ist er da. Da, dann habe ich nicht gesehen, ne? Doch wieder erkannt. Ja, ich glaube 180 ist schon eine gute Geschwindigkeit. Ihr geht aus dem Weg, ihr werdet gefressen, wenn ihr mir hier vor der Nase rumschwimmt, ihr Delfine. Ichthyosaurus. Hier ist ein bisschen Öl hier unten. Oh oh, hier ist wieder so ein ganzer großer. Wollen wir gleich mal einen Test machen, wa? Einmal durchgefressen. Einmal durchgefressen. So, alles klar bei euch? Ich mach mal eben Heißschaden, ne? Glaube ich zusammen irgendwie, ne? Zumindest. Ach, da ist es. Bisschen Ausdauer muss ich meinem noch geben. Ich
werde mal ganz kurz ein bisschen leveln. Zack, drauf. Was haben wir denn? Geschwindigkeit wollten wir, glaube ich, so lassen bei 180. Gewicht wäre nicht schlecht. Ich habe hier so viel Kram wieder. Rausschmeißen das Zeug. Das müssen wir ja nicht mitschleppen. Das auch nicht. Das behalten wir. Das auch. Das war auch was so. Das nehme ich jetzt auch was. Davon brauchen wir auch nicht so viel. So, eins reicht. Und dann geben wir noch ein bisschen. Böser Fisch, du! Ist jetzt weggepiekst. Die Delfine sind aber sofort als Begleiter da, hm? Ja. Ja, weil wir Fisch haben. Ja, du hast auch noch was Totes. Jetzt muss ich meinen Moser suchen. Mein Moser ist nicht da. Ich sehe den auch nicht. Hör, du warst doch gerade hinter uns, ne? Ja, ich hab doch Scheiße aus dem ganzen Ding rausgeschmissen. Ich meine doch so langsam sonst. Ich sehe aber deinen Moser. Ja, wo ist der? Warte mal, ist er das da, der da so alleine rumschwimmt? Nee. Das bist du, glaube ich, ne? Der steht irgendwo bestimmt, ne? Ah, da ist er doch. Ja, der steht immer dann auf der Stelle da irgendwo rum. Basilo, komm. Du bist bei Dor. Wollte ich doch nur leveln. Sowas macht man ja auch nicht unter Wasser. Hab ich doch nicht. War doch im flachen Wasser extra. Na ja, gut, das Heil kommt dann natürlich hin. Ne? So. Das ist mein Strand hier. Steckt da wieder diese Kuppel in sein. Jo, brauchst du aber nicht. Brauchst du dich nicht schämen. Nein, du bist immer tapfer. Ach, das ist auch mal so schön. Das ist nämlich rüber. Ich weiß, ich jetzt erst mache. So. Na komm schon. Nochmal höher machen. Da. Wir müssen mal hinterher. Ihr seid weitergeschwommen. Ja, klar. Okay. Ah ja, ich sehe. Oh, da ist noch so ein großer Fisch. Kommt noch mal testen. Also kampfstark sind sie auf jeden Fall schon mal. Aber wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann weiß ich auch nicht, wie wir da reinkommen wollen. Das ist was. Okay. Wo ist jetzt Bock? Aber wie hast du das gemacht? Warte mal. Rechte Maustaste. Warte mal, hier
war die Gegend, wo die großen Fische waren, ne? Die bösen großen Fische. Oh, Quaddel. Quaddel. Knideria. Hat er ihn mit Schaden gemacht? Auf der Karte. Ah ja, die Richtung ist schon mal gut. Gut. Ja, ihr Lieben, wir sind ja auf dem Weg zum Ziel, zu der Unterwasserhöhle. Wir sagen einmal Tschüss, macht's gut, habt viel Spaß mit allem, was ihr tut, vor allem wenn ihr Gutes tut. Und wer sollte nach oben, Abo, Glöckchen, liebe nette Kommentare, konstruktive, sachliche Kritik. Dafür haben wir euch ganz lieb und wir freuen euch. Und auf euch in den nächsten Folgen. Also, tschüssi. Tschüss. Bye, bye.